In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Ribbenbar, die Menüleiste, oben ein bisschen besser anpassen könnt. Ich mache mal ein Word-Dokument auf und zeige euch, was da eigentlich recht praktisch ist an diesem Ding. Ich bin nicht selber stolper, ich immer wieder drauf. Zunächst mal, das hier oben, diese Leiste, die man normalerweise mit Start öffnet, die heißt Ribbenbar. Das da drüber, diese Leiste drüber, heißt Menü. Und diese Menü, das war früher ganz war der Stand, normaler Stand. Und das ist hier diese Schnellleiste, die oben, die man hier als Block hat. Die Schnellleiste hier, der kann man anpassen, indem man auf ein Element klickt und sagt hier oben zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen. Dann wird es dahinter mit angefügt, dann wird es immer größer. Und jetzt ist aber so, ich habe zum Beispiel, möchte ich immer hier so Formularfelder mit eingeben. Die habe ich bei meinem Entwicklungstool. Entwicklungstools ist gleich mal das nächste. Diese Entwicklungstools, wenn man gut arbeiten möchte, dann findet man die nicht. Und die findet man erst dann, wenn man Menüband anpassen macht. Also irgendwo auf Start. So, die ist jetzt nächste da. Menüband anpassen. Dann kann man hier unter, da ist das normalerweise ausgeklickt. Und dann kann man die Entwickler-Tools mit anschalten. Das ist recht praktisch und dann sind die auch hier sichtbar. Damit kann man Makros editieren zum Beispiel. Jetzt ist aber so, ich möchte hier immer solche Formularfelder eingeben. Und die Formularfelder, die finde ich immer hier drin und jedes Mal muss ich dieses blöde Dings da suchen und möchte dann anschließend einen Verweis drauf machen. Und den Verweis finde ich auch jedes Mal nicht. Also der Verweis ist irgendwo bei Einfügen hier. Ich weiß auch nicht, warum sie das so gemacht haben. Hier unten ist Feld. Das möchte ich machen, Feld einfügen. Und da möchte ich ein Ref-Feld einfügen. Auf diese Textmarke zum Beispiel. Ja. Ist gleich Eingabe. Und die würde ich jetzt hier sehen, aber ich auch jetzt fängt sie wieder an. So. Also macht man folgendes, man geht auf diese, irgendwo auf die Menüleiste und da gibt es Menüband anpassen. Und beim Menüband anpassen findet man hier rechts unter die Möglichkeit, eine neue Registerkarte zu erstellen. Die nennen wir mal hier schön meine Tools, ja. Ah, My Tools habe ich ja schon plus oder zwei. Irgendwas extra plus irgendwie so halt, ist doch egal wie man es nennt. So und hier und dann gibt es die erste Gruppe, ist immer das, was hier so diese Blöcke, die hier drin sind. Das sage ich jetzt hier mal, ich mache mal dem auch einen Namen, rechte Maustaste draufklicken und dann sage ich, das sind meine hier meine Anzeigegruppe, sind alles mögliche sonstige. Und, ah ja, da haben wir noch geben wir auch ein schönes Bildchen dazu, so ein Stückchen Sparschweinchen, keine Ahnung. Ach, ich denke gerade sowas, irgendwas, okay. So, und jetzt, schwuppdiwupp, müsste jetzt hier bei Plus das erscheinen, ja, hier. Und das ist natürlich jetzt nur leer und jetzt machen wir hier schöne Dinge rein. Zum Beispiel Menübild anpassen. Jetzt machen wir nicht... im Menü nicht enthaltene Dings ist zum Beispiel Formularfeld anpassen, hier einblenden, Formularfeld einfügen, ich weiß jetzt auch immer nicht, welche ich brauche, achso, da müssen wir sehen, und ich will aber, dass die angezeigt werden, das ist das Einzige, was ich immer brauche. Formularfeld einfügen, zur Fußnote. Na, ich finde jetzt gar nicht das, was ich eigentlich eingeben wollte, aber mir war es wichtig, euch zum zeigen, wie hieß es eigentlich nochmal, Texteingabefeld. Textfeld hinzufügen. Das heißt, ich habe jetzt hier diese Möglichkeit, das mit einzufügen. Jetzt kann ich hier so ein Textfeld mit drin, das ist allerdings das neue. Eigenschaften, das ist ein ActiveX-Feld, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ihr wollt, aber es geht darum,
dass man jetzt hier ohne Probleme Sachen mit eingeben kann und hat man dann die immer in dieser Leiste, wo man sie gerade braucht. Die Position kann man übrigens auch woanders hinsetzen. Ich kann die also auch hier oben zu meinen Tools dann setzen. Das ist meine eigene Leiste, die ich selber programmiert habe. Aber hier habe ich jetzt dann alles das, was es in Office gibt, und das kann ich mir als Schnellzugriff separat zuweisen.